Yo, ohayo, gosayo, mas, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von One Piece Pirate Warriors. So, bin ich auf den Albtraum-Log? Yes. Heute ist Sir Crocodile an der Reihe und natürlich nehme ich das schwarze Marineford-Outfit, weil er sieht ja definitiv mehr badass-mäßig aus als in einem grünen Mantel. Obwohl der grüne Mantel an sich eigentlich auch schon geil ist, aber Black. Ganz genau. Also Sandmann, lieber Sandmann, lass Sand regnen. Und ich habe jetzt auch endlich die Steuerung geändert und hoffentlich hat es jetzt nichts Verheerendes. Nehmen wir mal einfach mal das hier. So. Übrigens, man konnte in Pirate Warriors 3 die Sachen eigentlich gar nicht ändern, also die Steuerung. Zumindest ganz am Anfang war es so, dass man hier in der PC-Steam-Version nichts ändern konnte. Das hat mich ziemlich angekotzt, weil man die Charakter nicht wechseln konnte. Und das geht ja jetzt alles, also bin ich eigentlich schon ziemlich zufrieden. So, Fähigkeit auswählen. Ach du Schande. So. Ich weiß nicht, wer so blöd ist und die ganze Scheiße hier eingestellt hat. Müsste ein Mann voller Weisheit gewesen sein. So, wir nehmen natürlich eine Kombo-Verbesserung. Diese und diese Kombo-Verbesserung einfach. Obwohl, nee, warte, Matteo, ich nehme noch Kizuna Rush Schaden. Ja, Schlachtfeldcharisma, so, das erhöht die Kizuna-Leiste leichter. Sonst kann ich nicht mehr so kämpfen, wie ich sonst mache. Und jetzt schon wieder 2 Minuten rum, ohne dass ich überhaupt irgendwie angefangen habe zu kämpfen, so wie es bei meinen Let's Plays bei One Piece eigentlich irgendwie immer ist. Ich muss ja immer vorher alles einstellen. So. Au. Oi, oi. Ah, es ist alles wieder beim Alten, das freut mich so schön. Es freut mich schön. Auf jeden Fall ist hier ein Sandsturm. Das ist cool. Okay, nein, das soll eigentlich mit Gecko Mori. Ach nee, da ist ja auf meiner Seite. Oi, oi. Perona ist der Gegner. Oh. Moment. Anvisieren. Wie sehe ich noch mit Perona an? Ah! Klick, klick macht's. So, Perona, komm her. Ja, okay. Dann geh sterben. Yeah! Er räumt auf. Räumt definitiv auf. Glaubt man gar nicht, was für Kraft der hat, dass er von Ruffy schon so früh gebasht wurde, letztendlich. Jawohl. Ich sauge dir deine Lebenskraft. Und setz noch einen hinterher. Ground Seco. This heißt also Boden. Ist mir neu. Das hat nicht mal alle besiegt. Egal. Einmal Sandschwert. Ah, falsch. Hat sich alles lustig angehört. Aua, aua, aua. Oi, oi. Arigato gozaimasu. Oyasuminasai. Leg dich jetzt schlafen, komm. Gute Nacht, Oyasuminasai. Oh, Junge, wen greife ich eigentlich gerade an? Ja, okay, auf jeden Fall habe ich ihn in den Rückzug gezwungen, oder? War das bei mir? Ja, es war bei mir.
Ja, also Sir Crocodile hat definitiv Stil. Es ist echt traurig, dass ich den vorher nie so aktiv gespielt habe. Ich glaube, es liegt eigentlich auch am Level, dass er vorher einfach nicht so stark war. Und Level 100 hat er nun endlich seine volle Kraft erreicht. Lalalalala. Oi, oi, oi. Okay, dann Jabura besiegen. Erstmal ein Boden, der alles aussaugt. So, jetzt nehme ich dich aus. Wenn du doch mal da bleiben würdest. Wie kannst du eigentlich einen Logia-Gegner... Ah ja, Hadaki. Junge. 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 Ich will doch nur diesen Angriff machen, weil er so cool ist. Ja, und ich habe den Falschen avisiert. Ja, komm, jetzt geht's mir auf den Sack. Jetzt muss er dran glauben. Oh, jetzt haben wir hier Shanks. Als Friend. Alter, verpiss dich nicht. Ja. Junge. Verreck endlich. Habe ich ihn? Ich habe ihn. Ich habe ihn. So, next one. Mr. 3. Hallo Mr. 3. Wie geht es dir? Heute schon am Docht gelutscht? Haha, kleiner Scherz am Rande. Ah, ah. Oi, oi, oi. Yeah. So nicht mit mir. Ich glaube, ich mache ihn gerade fertig, aber ich sehe eigentlich gar nicht, was ich gerade mache. Okay, ich habe wieder den Falschen ausgenommen. Oi, oi. Oi. Was? Eine Kugel? Ernsthaft? Ja, yeah, weg mit dir. Oi, oi. Captain Black. Captain Black fand ich eigentlich auch voll badass. Aber er hatte einfach nichts drauf. Ruffy war ein Tick schneller. Und das schon damals. Er ist einfach und bleibt einfach der König der Piraten. So, wo ist er denn? Hä? Wer hat ihn jetzt besiegt? Ja, aber wer hat ihn besiegt? Lol. Ich bin so schockiert, dass ich ihn irgendwie besiegt habe, ohne es selbst zu wissen, dass ich mein Mikrofon gestoßen habe. Weil Shanks glaubt mir hier die ganzen Kills, obwohl sie trotzdem auf meine Rechnung gehen, also von daher. Ich
Ich finde die Angriffe, die er vor allem sagt, richtig nice. Die Stimme an sich ist nice von Sir Crocodile. Oi, oi, oi. Und dann haben wir ja Arlong. Ich habe Arlong im Griff. Irgendwie macht es nicht so viel Schaden, wie ich gehofft habe. Habe ich Ahnung? Nein. Na? Normalerweise müssen jetzt die bösen Sandstürme kommen. Und jetzt stirb. Jawohl. Sowas als Finishing Move ist einfach nur epic. So, in die nächste Basis. Der Gegner ist ja noch nicht aufgetaucht. Der Endgegner. Die Musik ist so fröhlich, findet ihr nicht auch? Dabei töte ich Menschen. Mit Teufelskräften. Erlangt von Teufelsfrüchten. Gut, wir gehen da einfach mal hin zu Captain Morgan und seinen Rum-Captain. Habt ihr übrigens schon mal den weißen Captain Morgan probiert? Der ist echt nicht schlecht. Wow, ein großes Feld voller Opfer. Ja. Sables Pesado, würde ich sagen. Das heißt 1, 2, 3, 4 und Combo. Okay, nee, das war eine Combo zu früh, egal, hier. Sables Pesado, nee, ich wurde unterbrochen. 1, 2, 3, 4 und Combo, Sables Pesado. Ich sehe zwar nicht richtig, was da abgeht bei Sables Pesado, aber ich glaube, ich mache damit ziemlich viel Schaden und Kills. Hey. Alle weg mit euch. Oh. Captain Morgan lebt noch. Lebte. Alles klar. Oi, oi, oi. Yeah. Nee, noch gar. So, ich suche mir jetzt mal hier was Menschenleeres. Am besten hier. 1, 2, 3, 4 und... Okay, ah, okay. Dieser Sandsturm ist also das Böse. Ja, ja, der haut auch schon ordentlich rein. Nice, der Endgegner schien. Yes. Dann mal auf zu ihm. Vielleicht schaffe ich es diesmal unter dem letzten Video. Das letzte Video war, glaube ich, 18 bis 19 Minuten. Wir haben jetzt 14 Minuten aufgenommen. Ungefähr. Ja, alles nur geschätzt. Yo, glaubt am Sand, denn der Sand liegt am Strand und der Strand, der ist voll am Pfand. Nee, das passt nicht. Ja, ich muss auch sagen, Sir Crocodile hatte auch die eine der wenigen ernstzunehmenden Lachen in One Piece. Ah, der hat wehgetan.
Au. Nicht mit mir. Böschchen. Falscher Mann. Denkst du, du Mann aus Metall kannst mit Teufelskräften mithalten? Ich glaube nicht. Du bist einfach nur ein kleiner, dreckiger Loser in der Ferne der Welt, der nicht begreift, was zum Teufel er hier machen soll. Genau deswegen bekommst du auch so einen seltsamen Namen, der eigentlich gar nicht richtig ist. Manchmal schreibt man ihn Krieg wie den Krieg auf Deutsch oder man schreibt dich Krieg. An und für sich spricht man es genau gleich aus. Aber ich bin immer noch nicht daraus schlau geworden, welcher Name nun richtig ist. So wie auf dem Steckbrief Krieg oder Krieg. Was ist richtig? Ist beides richtig? Ist vielleicht eines die deutsche und eines die japanische Version davon? Hat vielleicht Krieg im Deutschen nicht gepasst, weil es Krieg heißt? Deswegen wurde er im Englischen genommen? Oder? Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, gewonnen. Yes! Ein neuer Rekord? Glaube ich nicht. Ich war schon mal schneller fertig, aber... es geht voran, meine lieben Leute. Und es freut mich, Sir Crocodile gespielt zu haben. Er ist ein richtiger Badass-Charakter. Und macht richtig Spaß. Und die Stimme ist an für sich einfach nur legendär. Und genau deswegen liebe ich ihn so sehr. Und jetzt hat sich im Grundeffekt doch noch was gereimt und das hat sich gut angehört. Also von daher kann ich das Video jetzt wirklich getrost gut beenden und mit netten und schönen Gedanken ins Bett legen und schlafen, damit ich morgen schön früh aufstehen kann, um zu arbeiten. Aber egal, freut euch auf das nächste Video. Irgendwann kommt's und ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also haut